Hallo und herzlich willkommen vorm Wald. Da hinten ist er direkt. Ich hocke hier noch auf der Wiese, weil Licht besser. Hier war ich schon häufiger. Ist mein beliebter, schöner sehr weit weg. Deutsch wird geladen. Bitte warten Sie 10 Minuten, dann ist auch Deutsch bei diesem Video angekommen. Gut, also, habe hier schon häufiger auch Videos gedreht, wenn es ums Feuer machen geht. Hier hat es diverse legale Feuerstellen. Tolles Plätzchen, bin ich immer wieder gerne. Ne? Wollt ihr mal gucken? Da könnt ihr kurz gucken. Es wackelt wahrscheinlich ein bisschen. Hab die Bildschirmstabilisierung ausgemacht, weil Stativ. Ja, wenn es dann mal halten würde, heißt das so. Also, Vorgeplänkel. Jetzt. Kanalupdate. Ja, Kanalupdate machen wir ja alle vierteljährlich, so ungefähr. Also ungefähr, je nachdem. Eigentlich wäre es für Mai geplant gewesen. Heute ist auch noch Mai, aber jetzt tun wir einfach halt mal so, als wäre es für Juni geplant gewesen. Ne? So, und zwar wollte ich mal kurz noch erzählen, was treibe ich denn zurzeit so. Ich habe durchaus ein bisschen Stress mit der Videoproduktion, weil ja recht viele Führungen angestanden sind jetzt vor allen Dingen die letzte Zeit. Also da war richtig, richtig was los. Der eine oder andere wird sich erinnern, mit mir unterwegs gewesen zu sein. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und die eine oder andere natürlich auch, selbstverständlich. Und tatsächlich sind die öffentlichen Führungen, also für den Rest vom Jahr, fast alle voll. Paar Ausnahmen, hin und wieder kommt auch mal noch eine kleine Abmeldung. Und was vielleicht noch mal wichtig zu sagen wäre, wer jetzt auf einen bestimmten Termin gerne noch mit will. Ja, und ich sage jetzt, die sind alle fast voll bis voll. Und auch auf der Homepage steht, ist voll. Dann könnt ihr gerne trotzdem einfach eine Anmeldung diesbezüglich machen. Dann landet ihr auf der Warteliste. Und üblicherweise gibt es noch so 3 Abmeldungen pro Führungstermin kurz vorher. Wenn es gut ist für die Leute, die sich abmelden, dann schaffen sie es bis 14 Tage vorher, sich wieder abzumelden. Teilweise fällt es den Leuten auch erst dann ein, wenn meine Frau dankenswerterweise noch eine Reminder-Mail in 2 Wochen ist Führung schickt. Und dann fällt einem ein, huch, hoppala, da war ja was. Und dann werden gerne mal noch irgendwelche Plätzchen mal wieder frei. Ja? Das heißt also, wer dann noch auf Wartelisten möchte und dann auch in der Lage ist, eben spontan an sowas teilzunehmen, oder kein großes Problem damit hat, sich den Termin freizuhalten. Wobei, auf der Warteliste sein ist natürlich nicht verbindlich. Ne? Also wenn er dann nicht nachrückt, wenn ihr die Möglichkeit dazu bekommt, was sich noch jemand abmeldet, dann ist das selbstverständlich auch völlig in Ordnung. Ja? Das heißt jetzt natürlich jetzt auch nicht, dass man sich unbedingt jetzt auf jede Warteliste setzen lassen muss, um dann hinterher wieder davon gestrichen zu werden. Aber das muss ich ja niemandem sagen, gell? So, falls ich ein bisschen verschnupft klinge, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich ja dieses Jahr mal wieder intensiver unter den Gräsern zu leiden habe. Die Wiese hier ist eigentlich relativ harmlos, aber der Weg hierher nicht unbedingt. Und das wollte ich nur kurz erklärt haben. Ne? Also Corona habe ich keins. Nicht, dass ich wüsste zumindest. So oft testet man sich dann ja doch nicht heutzutage. Insbesondere jetzt gerade im Sommer ist das ja fast schon vergessen. Was gut ist, was ja auch nur temporär so sein wird, weil sind wir mal ehrlich, das kommt garantiert noch mal wieder. Also, wie gesagt, öffentliche Führungen fast voll. Wer ganz spontan noch Lust hat, am 11. und 12.06., das ist ja jetzt nicht mehr lange hin, hätte ich für die Kalfführung noch ein paar freie Plätze. Tatsächlich ist es so, dass, da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die Kalfführung, ja, die ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Ich bin da auch wirklich ganz zufrieden mit der Route, die ich da mache und mache die gerne. Und da gibt es wirklich viel Interessantes zu sehen. Und insbesondere ist sie dahingehend spannend, dass sie als so ein bisschen ein Gegenentwurf ist zu Siegen oder dem Harz, weil die beiden Touren gehen ja durch tote Fichtenwälder. Und das, was davon, ja, das Wenige, was davon noch übrig ist, sozusagen, und stellen sich die Frage, was muss man jetzt machen, nachdem die Fichte weg ist. Bei Kalf, das ist die optimistischere Tour, sage ich jetzt mal, weil wir da keinerlei Löcher im Wald haben. Die geht 100% nur durch geschlossene Waldflächen oder so gut wie nur durch geschlossene Waldflächen. Es gibt einen Hang, der ist zwar inzwischen auch wieder durchaus als Wald zu bezeichnen, aber der ist noch recht niedrig. Das heißt, da steht mal ein kleines bisschen in der Sonne. Aber ansonsten
geht es da wirklich nur durch den dichtesten Wald und das ist fast alles Nadelwald. Und es gibt ja Gründe, warum da der Nadelwald noch steht. Also mal abgesehen davon, dass es einfach regional günstig gelegen war, aber auch die Art und Weise der Bewirtschaftung des besagten Nadelwaldes und der Umgang mit dem selbrigen war einfach vorbildlich. Ja, also ganz, ganz großartig. Das ist ein Wald, der nach dem Prinzip naturgemäße Waldbewirtschaftung, Arbeitskreis naturgemäße Waldwirtschaft, so heißt es, glaube ich, behandelt worden ist. Da ist man sich in Forstkreisen durchaus gar nicht so einig, ob man das denn gut findet, die Handlungsweise, die dieser Arbeitskreis bzw. diese Arbeitsgruppe, was auch immer, wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte, vorgibt. Ja? Aber in jedem Fall, das Ergebnis zumindest um Kalf drumherum ist wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend und einen vitaleren Nadelwald kenne ich keinen. Ja? Und da ist auch Fichte dabei. Ja? Und selbst die ist vital. Teilweise auch nicht nur Fichte. Das ist dann halt auch das Geheimnis. Drum rede ich auch die ganze Zeit von Nadelwald und nicht von Fichtenwald. Ja? Aber doch auch mit erhöhtem Fichtenanteil. Und die ist nach wie vor stabil. Und ich sehe nicht, dass die in den nächsten Jahren irgendwie von alleine das Zeitliche segnen wird. Also ja, aber, darum aber mit der Kalfführung. Ich sage ja, die ist nicht schlecht, aber trotzdem werde ich dann nächstes Jahr vielleicht ein paar weniger Termine anbieten, einfach weil es liegt halt wirklich doch sehr abgelegen in Südwestdeutschland und wer nicht jetzt direkt hier in der Region wohnt, der muss relativ weit fahren, um da hinzukommen. Das sehe ich ja auch und von daher ist das dann auch kein Thema, ne? Dass dann da auch mal ein paar weniger Leute gerne mal auch eine Führung nicht ganz voll ist. Dann sind es dann kleinere, ein bisschen intimere Führungen. Aber man muss noch dazu sagen, jetzt ab Juni ne, haben wir ja die sensationelle Möglichkeit, wer leidensfähig ist, mit dem 9-Euro-Ticket tatsächlich dahin zu kommen. Und gerade der Kalfführungsort, der ist relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein kleines bisschen extra laufen muss man dann trotzdem noch, aber es hält sich sehr, sehr in Grenzen. Da kommt man wirklich ganz gut hin, insbesondere wenn man noch mit dem Bus noch ein Stückchen zu fahren bereit ist. Also nicht alles nur mit dem Bähnle, da hat man noch ein recht langes Stückchen zu laufen. Ich hatte aber auch schon mehrfach Führungsteilnehmer, die das gemacht haben. Die sind einfach fit gewesen und denen hat das extra einmal den hohen Berg hoch hoch in relativ. Ne? Für manche Leute ist das ein enormer Anstieg, für andere Leute ist das, boah, das mache ich mal eben schnell, halbe Stunde bin ich oben. Ja? Ist halt immer relativ. Also wie man möchte, wo das genau stattfindet, das will ich ja immer erst verraten. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann kriegt ihr die genauen Koordinaten, ja Koordinaten nicht, aber eine Karte mit Treffpunkt und dann sieht man ja, dass man da auch relativ gut hinkommen kann. Ne? Also das wäre jetzt wirklich so die, das wäre mir nochmal einfach wichtig, dann ist der Werbeblock auch fertig. Die Kalfführung ist halt die mit den ÖPNV tatsächlich am einfachsten erreichbare. Aber wenn man da nicht im Südwesten wohnt, dann kommt man erst recht nicht rechtzeitig hin, weil das muss ich niemandem erzählen, dass man bei der Bahn ja grundsätzlich eine Stunde Verspätung immer einkalkulieren muss. Und ja, so ist es. Genau. Für die nächste Kalfführung am 27. und am 28.8., also jeweils, ne, da hat es auch noch ein paar freie Plätze, nur damit ich es gesagt habe. Und dann haben wir am 11.9. bei der Siegenführung noch ein ganz bisschen Platz und am 3.10. im Harz noch ein ganz bisschen Platz, einfach nur, damit ich es gesagt habe. So, das war es aber auch zum Werbeblock. Generell einfach so mal, ohne da Werbung für machen zu wollen. Ich hatte ja letztes Mal beim Kanal-Update noch angemerkt gehabt, dass ich noch eine Führung bei Karlsruhe plane. Tatsächlich ist das jetzt relativ lustig ausgegangen. Ich hatte da mal angefragt, ob ich denn die Genehmigung für die Führung kriegen würde. Inzwischen würde ich sie wahrscheinlich auch kriegen. Da gehe ich mal schwer von aus. Und dann kam, ja, der entsprechende Mensch ist im Urlaub und wir melden uns dann. So, dann kam wieder nichts und das ist normal. Ja, wir reden hier vom Forst. Das ist nun mal ein langsames Geschäft. Das ist völlig normal. Da will ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Und dann kam nochmal nichts. Dann hat Evelyn nochmal nachgefragt. Da kam dann tatsächlich, also ja, ich lasse bei sowas nachfragen. Für sowas hat man ja ein Sekretariat. Ne?
Das macht mir mein Leben unglaublich einfacher, weil solche Behördenanfragen schicken und so ein Zeug, das mache ich so überhaupt nicht gerne. Ich meine, es ist notwendig, klar, keine Frage. Aber das ist mal, wie man bei uns im Dorf sagt, das ist mal wie's Dreckfresse. Ne? Also man würde doch vielleicht lieber was anderes tun, als solche ollen Anfragen da in die Welt raus zu posaunen. Gut, jedenfalls daraufhin kam interessanterweise immer noch nichts zu der geplanten Führung, die ich da machen wollte. Aber was kam, war tatsächlich in Anführungszeichen die Frage, ob ich nicht vielleicht Waldpädagoge im Waldpädagogikzentrum in Karlsruhe werden möchte. Das findet nämlich auch auf selbstständiger Basis statt, also auf als Honorarkraft nennt man das ja so schön. Ne? Also du bleibst freiberuflich und hast jedes Mal einen kleinen Vertrag, wann immer du da mal eine Gruppe hast und machst das so in einer lockeren Bindung zur Waldpädagogik in Karlsruhe. Ja, und das funktioniert. Ja, ich warte jetzt noch auf meinen Vertrag, aber dann werde ich da auch mal mit Kindern unterwegs sein. Ich habe da schon ein bisschen reingeschnuppert in die Arbeit mit den Selbrigen. Ich habe auch in der Vergangenheit immer mal wieder Familien dabei gehabt. Aber Familien ist halt nochmal was anderes als zum Beispiel eine Schulklasse, wo du einen ganzen Haufen von dem jungen Gemüse irgendwie unter Kontrolle bringen musst und managen musst. Und das ist für mich eine riesen Herausforderung, eben gerade auch die Disziplin und solche Späße. Weil das habe ich mit den Erwachsenen ja gar nicht, beziehungsweise von den inzwischen doch sehr vielen Gruppen, die ich da dabei hatte, gab es mal eine Gruppe, wo man wirklich hin und wieder mal darauf hinweisen musste, dass eigentlich ich derjenige bin, der ihr was erzählt und nicht die anderen. Aber wirklich nur ein absoluter Einzelfall. Normalerweise, ich mag es ja auch gerne, wenn Beiträge aus dem Auditorium mit Laufium, Auditorium mit Laufium, so könnte man das eigentlich nennen, kommen. Ja, das ist super, gar keine Frage. Ne? Also jetzt bitte auch niemand, der das eventuell sieht, sich angesprochen fühlen, gar nicht. Ja, das war wirklich ein seltener Einzelfall und fühlt euch bloß nicht angesprochen. Ja, aber bei den Kindern ist das halt dann nochmal ein anderes Thema. Da muss man dann schon auch irgendwie was Interessantes erzählen, damit sie einem zuhören. Lange Monologe, wie ich sie normalerweise halte, funktionieren auch nicht. Aber was auch sehr, sehr bereichernd sein kann, ist, was die alles für Details im Wald entdecken. Ja, man geht die Fläche vorher ab. Das hatten wir jetzt zum Beispiel mit einem dankenswerterweise mir das ein bisschen beigebracht, mit den Kindern, ein Kollege, der das schon eben seit vielen Jahren macht und da ganz viel Erfahrung hat und mir noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat, gerade zu den Kindern selbstverständlich. Und wir haben vorhin eine kleine Fläche ein bisschen abgelaufen und haben mal geguckt, was gibt es denn hier? Ja, hier ist ja total langweilig, hier finden wir ja überhaupt keine Spuren. Sollte eine Spurensuche im Wald werden. Und dann aber später mit den Kindern auf der Fläche, das waren so irgendwas 3 bis 6, irgendwie in dem Fakt, in der Größenordnung tatsächlich alles dabei. Von den ganz Kleinen bis zu denen, ja, die sind schon ganz fit. Und was die da alles entdeckt haben, das hat man sich beim besten Willen nicht vorstellen können. Kinder entdecken Zeug, das ist irre. Ja? Also unser eins gelernter Forstmensch, wir rennen zwar mit dieser forstlichen Brille durch den Wald und sehen Sachen, die andere Erwachsene beim besten Willen nicht sehen. Aber was ein Kind nochmal für Details entdeckt. Also wenn du vielleicht sagst, oh, da ist ein Regenwurm. Das ist ja relativ wenig, ich suche mal weiter. Nö, bleib bei einem Regenwurm. Dann taucht ein Dreijähriger in der gleichen Zeit mit wahrscheinlich 28 Regenwürmern auf und also das ist irre, was Kinder wirklich für Details im Wald entdecken, und das macht unglaublich Freude, auch mal zu sehen, wie dieser kindliche Blickwinkel auf den Wald einfach ein ganz anderer ist. Und die Erwachsene, irgendein schmieriger Baumpilz, ja, würde ein Erwachsener niemals auf die Idee kommen, den anzufassen, oder bestenfalls, wenn ich sage, dass das soll, bestenfalls. Und selbst ich selber habe auch keine Lust, irgendwelche wirklich richtig pilzigen Geschichten vom Baum zu ziehen, zu gucken, was drunter ist, was wahrscheinlich auch nicht unbedingt appetitlicher aussieht. Ja, aber Kinder haben da ganz häufig überhaupt keine Berührungsängste und bohren da in den größten Matschepampe drin rum. Man sollte ihnen dann halt vorher hinterher, also man sollte immer so ein Desinfektionsspray dabei haben, gerade im Fall, dass sie in der größten Matschepampe rumwühlen und so weiter und so fort. Aber das ist faszinierend. Die haben einfach ein ganz anderes Erleben und eine ganz andere Wahrnehmung der Natur. Und das ist für die, manchmal habe ich das Gefühl, einfach noch viel natürlicher, dass alles, was man da entdecken kann, automatisch mal spannend ist. Und ein Erwachsener mit 30er, das ist ja so meine durchschnittliche Zielgruppe, einfach
hat sich so ergeben. Nicht, dass ich das jemals geplant hätte. Aber den musste sagen, was es hier in der Natur zu sehen gibt. Wir haben in dem Alter, ich ja auch, einfach diese Beobachtungsgabe und dieses Entdecken von Spannenden, das haben wir einfach verlernt. Das geht dann irgendwann verloren. Und das macht die Arbeit mit Kindern wirklich so unglaublich belohnend irgendwo. Ja, und davon abgesehen, wenn ich ganz viel Glück habe, ist dann hin und wieder mal vielleicht ein Kind dabei, das dann eine gewisse Waldbegeisterung aufbaut, was mit mir unterwegs war. Und das ist so meine Hoffnung. Hatte überlegt, ob ich das überhaupt erzählen möchte mit der Karlsruhe-Geschichte. Das wird natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Aber ja, ich glaube, das könnte mir wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Hatte ich ja schon lange mal vor. Das soll jetzt übrigens keine Werbeveranstaltung sein. Es geht um Schulklassen, ja? Das heißt, wenn ihr nicht eine Schulklasse seid oder das jetzt zufällig ein Lehrer, eine Lehrerin im Raum Karlsruhe sieht, aber dann wisst ihr sowieso, dass es diese Waldpädagogik da gibt. Und ne, also das ist auch überhaupt nicht notwendig, da Werbung zu machen zurzeit. Und das ist wirklich auch schön, war auch ganz schön für mich zu hören. Ganz viele Schulklassen wollen in den Wald, ganz viele Lehrer wollen auch mit ihren Schülern in den Wald. Erstens haben sie dann selber mal ein bisschen weniger zu tun, weil da gibt es ja dann so jemand wie, ja, in Kürze auch mich, der sich dann um die Kinder kümmern muss. Natürlich, die Lehrer helfen auch ein bisschen, klar, insbesondere wenn es dann ein bisschen disziplinarische Problemchen gibt. Aber ich finde das toll, wie viel jetzt mit den Schülern wirklich auch in den Wald gegangen wird, auch nachdem die Schüler ja eben jetzt auch Corona-bedingt eben so gar keine besonders tolle Schulzeit gehabt haben, vielleicht auch nicht so viel gelernt haben, wie sie hätten lernen können. Was heißt vielleicht? Was vielleicht können wir streichen? Natürlich haben sie nicht so viel gelernt, wie sie hätten lernen können. Und die ganzen Sozialkontakte im Schulleben und so weiter und so fort, das ist ja auch extrem wichtig. Also für mich war das, ich bin immer gern zur Schule, einfach mit dem Grund, nicht unbedingt, weil es da so viel zu lernen gab. Das war dann auch manchmal, oft war das auch durchaus motivierend. Ich bin ja wirklich auch gerne, ich lerne ja bis heute gerne. Ja, und das war nie anders. Aber die Sozialkontakte vor allen Dingen. Ja, und dass man jetzt bei der aktuellen Generation von Schülern eben durch diese, ja, man muss schon fast sagen, fast schon 3 Corona-Jahre, zumindest so anteilig, was das angerichtet hat, das ist schon schlimm. Ne? Also das nur mal kurz am Rande angemerkt. Aber das ist ja nicht mein Ding, ne? Ich bin ja Waldmensch und habe ja von Pädagogik wenig Ahnung. Das nächste ist für mich auch eine gewisse Herausforderung, der Umgang mit den Kindern, weil man da ja wirklich so ein paar grundsätzliche pädagogische Fähigkeiten gelernt haben sollte. Ich habe da zwar reichlich Leute, die mir helfen und die ich fragen kann, wenn was ist. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen Talent, aber was ich zum Beispiel jetzt eben gar nicht habe, ist, also jedenfalls nicht offiziell und ein Zettel, wo es draufsteht, ist eine pädagogische Ausbildung. Ne? Aber ja, man braucht Personal und du brauchst entweder eine forstliche Ausbildung oder eben eine pädagogische. In dem letzteren Fall, wenn du nur eine pädagogische hast, musst du noch irgendwie ein bisschen Waldwissen woanders hernehmen. Hast du nur eine forstliche, dann traut man es dir trotzdem mal zu. Und wenn es Mist ist, dann gibt es halt keine weiteren Termine, vermute ich, dass das irgendwie auf sowas hinausläuft. Ich werde mir also große Mühe geben und dass es eben nicht Mist ist. So viel dazu. Dann... Da steht hier, 2 Takte zum Urlaub soll ich erzählen. Jetzt kommt der Flieger. Dann warte mal kurz. So, Flieger wieder weg. Also Urlaub. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir wollen nach Jotunheim. Jotunheim ist die höchste Bergregion Norwegens. Da geht es so bis 2 und ein bisschen in die Höhe. Das ist für skandinavische Verhältnisse, ich habe ja schon gesagt, ist die höchste Ecke überhaupt. Also alle Berge, die glaube ich über 2000 Meter hoch sind, sind alle in Jotunheim. Irgendwie war es das so irgendwie so ungefähr. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht nochmal ganz parat. Ich war da schon mal und zwar müsste das 2008 gewesen sein. Ja, 2009. 2009 müsste das gewesen sein. Ist also 11-Jährchen, 13-Jährchen. Ach du Scheiße. ist das her und in der Zwischenzeit hat sich viel getan, nämlich damals war das zwar schon ein Hobby, für das man nicht mehr ausgelacht wurde, wie du willst, die Pampa, um da rumzuwandern. Inzwischen ist das allerdings fast schon Massenbewegung geworden und blöderweise haben die Norweger gerade Urlaub, wenn wir da sind, das heißt allzu abgelegen ist es dann doch nicht mehr. Das heißt, da wird dann also schon ein bisschen was los sein, vielleicht ähnliche Verhältnisse wie auf dem
wie heißt er, Arctic Circle Trail auf Grönland. Da war ja auch vergleichsweise viel los, was einfach daran liegt, dass es genau einen Wanderweg auf Grönland gibt, nämlich den. Und wer auf Grönland wandern gehen möchte, der macht halt den Arctic Circle Trail in Norwegen. Oder wer nach Schweden möchte oder generell nach Skandinavien, da gibt es ja 784 Millionen verschiedene großartige Wanderwege. Und da muss man nicht zwingend in Jotunheim die steilen Auf- und Abstiege raufkraxeln. Ja. Sportliche Ambitionen haben wir keine, überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich nur um eine reine Genusstour und eine schöne Tour und einfach Spaß an der skandinavischen Landschaft, an den Panoramen, die Jotunheim ja wie fast keine. Ich weiß übrigens nicht korrekt, ob man das jetzt Jotunheimen oder Heim ausspricht. Ja, Jotun bin ich mir ziemlich sicher, dass das richtig ist. Das bezieht sich übrigens auf das Heim der Riesen. Ne? Also Heim oder Heim ist eben ja genau das. Und die Jotunnen, das sind die Eisriesen, also durchaus fiese Viecher aus der nordischen Mythologie. Hey, jetzt ist das Deutsch wieder weg. Eben war es doch mal kurz wieder da. Deutsch, immer so eine Sache. Und ja, die haben sich unter anderem mit dem Thor angelegt, der hat die dann reihenweise weggekloppt und so weiter. Ja, ist auch in Marvel so. Ja? Also wer zufällig die Thor-Filme kennt, die da relativ viel Anklang im Kino gefunden haben und Avengers und so ein Zeug, nur damit wir es kurz erwähnt haben. Das ist also kein Zufall, sondern das orientiert sich an der nordischen Mythologie und die wiederum, die ist vermutlich auch kein Zufall, weil das ist alles genauso passiert, selbstverständlich. Ja. Ist ja klar. Gut, ja, und da werden wir, wie gesagt, eine ganz gemütliche Tour machen. Dementsprechend werde ich auch wieder mal ein paar Urlaubsvorbereitungsvideos machen. Dann gibt es ein Urlaubsüberbrückungsprogramm. Bei der Gelegenheit, wenn man eh schon in Norwegen ist, freue ich mich schon sehr drauf, werden wir in Oslo auch nochmal die Fram besichtigen gehen. Das ist ja das Schiff, mit dem Roald Amundsen gemütlich zum Südpol getuckert ist. Also nicht ganz bis zum Südpol, sondern bis zum Eis, dann gemütlich zum Südpol marschiert ist. Das zwischendurch hin und wieder mal Hund gegessen hat und gemütlich wieder zurückmarschiert ist und gefragt, ob der Tee schon fertig ist. Es seien angeblich seine ersten Worte gewesen, als er vom Südpol wieder zurückgekommen ist, wollte er wissen, ob der Tee denn schon ready sei. Oder halt auf Norwegisch, was auch immer, dann ist der Tee schon fertig auf Norwegisch heißt. Ja, sehr beeindruckende Leistung. Das Schiff ist auch tatsächlich als Polarforschungsschiff gebaut geworden. Es hat so eine gewisse Fähigkeit, dass es eben im Eis besonders gut eingeschlossen werden kann, ohne dabei jetzt kaputt zu gehen. Und dann eben auch im Überwinterungen vor der Antarktis bzw. in der Arktis möglich macht. War auch gar nicht so viele Jahre im Einsatz und landete dann nach vollbrachter Leistung relativ bald auch im Museum. Das soll heißen, sie haben das gesamte Schiff in ein Museum gesteckt, beziehungsweise ein Museum und Schiff drumherum gebaut. Ja, also du kannst das Originalschiff 100% besichtigen, also fast, sagen wir mal 95, und überall rein und in die Kajüten gucken und drauf rumlaufen und das ist großartig. Ja, da freue ich mich schon total drauf. Ich war da schon zweimal, einmal als ganz kleiner Nöpsel, dann einmal als mittlerer Nöpsel und jetzt nochmal mit jeder Menge Background-Wissen wird das bestimmt sehr lustig. Ja. Es gibt noch diverse andere tolle Museen, da gleich nebendran auch das Wikingermuseum von Oslo. Ganz, ganz toll, wenn man auf sowas steht. Ja, dann, was noch? Das waren die Urlaubspläne. Wir wissen auch noch gar nicht so genau, wie viele Tage wir eigentlich in der Pampa verbringen und wie viele Tage wir dann noch was anderes in Norwegen angucken. Das wird jedenfalls ganz interessant. Und jetzt, bevor die Frage kommt, ob ich da auch was filmen möchte, dann, ja, also ich würde die GoPro mitschleppen, ne? Die wiegt ja nicht viel. Das heißt, ich habe also erheblich weniger Gepäck als auf anderen Outdoor-Touren. Das wird auch sicher sehr angenehm sein. Und dann werde ich mit der GoPro einfach so ein bisschen Vlogging machen, ohne jetzt allzu intensiv was zur Landschaft zu sagen zu haben. Der zuständige Fachwissenschaftler, um in Jotunheim so richtig viel abnörden zu können, wäre der Geologe, der dann wirklich mit den einzelnen Gesteinen auch was anfangen kann. Es ist der Großteil der Landschaft ist zu hoch. Man befindet sich meistens oberhalb der Waldgrenze und selbst wenn mal ein Wald da ist, dann ist das ein Birkenwäldchen mit sehr niedrigen Birken, die so 4-5 Meter vielleicht hoch werden und das ist es dann auch gewesen. Ja, ich zeige euch gerne mal so einen Wald und ich erzähle auch gerne mal was zu so einem Wald und wahrscheinlich zeige ich auch noch mal die typischen Pflanzen, die da in der Region so vorkommen und die wichtig sind und nützlich sind und in der Ferne sehen wir auch garantiert mal ein paar Rentiere. Das ist so das Einzige, was mich so ein kleines bisschen in Anführungszeichen stört.
Wenn ich nur die GoPro dabei habe, dann kann ich natürlich keine wirklichen Tieraufnahmen machen. Das ist relativ aussichtslos. Andererseits, was das Thema Rentiere filmen angeht, das ist abgeschlossen. Ja, ich habe jetzt wirklich prima Rentieraufnahmen aus Grönland und das sind ja sowieso besonders große Rentiere, also im Vergleich zu den europäischen. Genau genommen gibt es auf Grönland, wir haben sie mal Rentibu getauft. Ist eine Kreuzung aus Karibu und Rentier. Beides ist problemlos kreuzbar, ist dieselbe Art, nur sind Karibus ein Ticken größer, die nordamerikanischen Rentiere, als eben die europäischen Rentiere, also die skandinavischen vor allen Dingen. Und was dabei rauskam, ist jetzt so ein mittelgroßes Rentier, das immer noch sehr, sehr beeindruckend ist, wenn man nur die europäischen gewöhnt ist, wenn auch noch nicht ganz so riesig wie ein alaskanisches Karibu oder kanadisches Karibu. Sowas in die Richtung. Ne? Also die habe ich mehr oder weniger abgefilmt. Elche gibt es in Jotunheim nicht, die finden da zu wenig zu fressen. Polarfuchs, die Chancen, dass man einen vor die Kamera kriegt, sind sowieso wahnsinnig gering. Wenn da einer wäre und ich hätte ihn filmen können, dann werde ich hinterher auf dem Boden liegen, strampeln und heulen und mich ärgern. Oder ich werde einfach diesen intimen Moment mit der Natur genießen, dass der Fuchs mich anguckt, ich gucke zurück, der Fuchs stellt fest, wer bist denn du? Ich stelle fest, oh, wer bist denn du? Und beide gehen wieder ihrer Wege und haben sich kurz mal getroffen und haben kurz Erfahrungen ausgetauscht. Das ist manchmal wirklich fast schöner, als wenn man als erstes dran denkt, oh, ich muss jetzt ein Foto machen, oh, ich muss jetzt die Kamera rausholen, oh, ich muss das jetzt unbedingt dokumentieren, wenn man es einfach so als Erinnerung für sich selbst abspeichert, nur für sich selbst. Ja, und man weiß, dass man es gesehen hat. So ging es mir mit meinem ersten Eisfuchs. Da war mieses Wetter auf einem Schneefeld. Ich war am Keuchen, ich war am Schwitzen. Es hat geregnet. Ja, mehr so Graupel als Regen. Und ich war auch schon ziemlich K.O. und wollte langsam, hatte gehofft, jetzt kommt hoffentlich bald ein Platz, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Und in dieser Situation taucht um die Ecke sozusagen von dem Schneefeld eben so ein halbbrauner Eisfuchs, die sind im Winter ja vollständig weiß, im Sommer relativ braun, taucht da um die Ecke auf, guckt mich an, guckt mich relativ lange an, ich gucke zurück, ich fange immer breiter an zu grinsen. Der Fuchs beschließt, dass das wohl irgendwie angsteinflößend ist oder was auch immer, oder er hat einfach keinen Bock mehr oder wollte wohin und hatte einen Plan, was er da tut, im Gegensatz zu mir. Er wirkte erheblich kompetenter in dieser Landschaft als ich. Und dann ist er abgehauen und ja, ich hatte 3 Tage lang Dauergrinsen im Gesicht. Ich habe 0 Aufnahmen, gar. Ja, und was mich an diese Begegnung erinnert, ist überhaupt nichts. 0 Aufnahmen, 0 Fotos, schon gar nicht irgendwelches Videomaterial, überhaupt nichts. Ich kann nicht beweisen, dass der da gewesen ist, aber für mich vielleicht mit der Rentiergeschichte, ich habe neulich bei meinem Zelt-Talk die Rentiergeschichte erzählt mit den Rentieren, die plötzlich morgens vorm Zelt aufgetaucht sind und da grunzende Geräusche gemacht haben, inklusive Kälber, die da um mich rumstanden und ich aus meinem kleinen Fensterchen geguckt habe und dann waren da überall nur noch Rentiere. Das ist Platz, zusammen mit dem Platz 1, mit der Eisfuchsbegegnung. Das sind so meine beiden schönsten Tierbegegnungen. Beide in Jotunheim, beide beim selben Urlaub. Nachvollziehbar, dass ich da nochmal hin möchte und diesmal natürlich auch mit Frau. Ja, aber nochmal, wir haben überhaupt keine sportlichen Ambitionen. Also wenn es da dann irgendwie zu einer Vloggerei kommen sollte und Ähnlichem und wir haben an einem Tag mal nur 8 Kilometer gemacht, das könnte durchaus passieren, dann haben wir halt nur 8 Kilometer gemacht. Wir gehen das total gemütlich an. Es geht uns gar nicht darum, irgendwas beweisen zu wollen. Wir nehmen Proviant für ein paar Tage mit. Man kann dann in den Hütten auch sich nochmal nachproviantieren. Das war damals kein Thema für mich. Da war ich zu arm als Student. Das ist tatsächlich so. Ich konnte es mir wirklich nicht leisten. Das hätte mich in den plus-minus finanziellen Ruin getrieben, die Tour überhaupt machen zu können. Hat so ziemlich alles aufgebraucht, was ich an Geld noch so übrig hatte. Und damit durfte da eigentlich fast nichts schief gehen. Ich hätte einmal als Notoption in einer Hütte pennen können, ohne gleich komplett pleite zu sein. Aber ich war dankbar, dass ich es nicht tun musste. Ja? Und von daher ist das diesmal wirklich eine andere Herangehensweise. Wir haben zwar keine Hüttenübernachtungen geplant, aber es würde auch nicht schlimm sein, wenn wir mal eine machen. Ja? Und. Das ist auch eine interessante Situation, weil ich ja doch eine große Zeit meines Lebens entweder komplett auf Vater bezahlt, Mutter bezahlt oder auf, ja, viel Geld hast du halt nicht, angewiesen war. Und jetzt sind wir ja immer noch nicht reich, wirklich nicht.
So üppig ist YouTube Money jetzt auch wieder nicht. Aber solche Sachen wie im Urlaub sich auch mal ein bisschen eine extra Ausgabe gönnen zu können, das gab es in meinem Leben bisher nicht. Und das ist jetzt neuerdings ja eben möglich. Daher möchte ich mich an dieser Stelle, ist ja gerade das passende Video dafür, auch nochmal herzlich für all eure Unterstützung, fürs Werbung angucken, fürs auf Touren mitgehen, insbesondere natürlich das für Patreon, wer da mich unterstützt. Und da kommt auch ganz, 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 ganz bald noch demnächst mal wieder was Größeres. Hoffe ich. Also es ist eine Arbeit, es ist ein Fertigwerden. Und also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich lebe ja wirklich komplett selbstständig vom Wald erklären und das ist einfach großartig. Ja, es ist nicht immer einfach, das möchte ich ja gar nicht behaupten. Und es gibt auch mal Zeiten, in denen habe ich auch durchaus Stress, dass ich meinen Krempel erledigt bekomme. Aber es ist im Regelfall wirklich eine ganz, ganz, ganz belohnende Tätigkeit. Und jetzt gerade da, wo die Sache mit den Kindern jetzt auch langsam dazukommt, da bin ich auch ganz gespannt, wie bereichernd das dann sein könnte. Nase zu. Blablabla. So, das war es noch immer nicht. Tut mir leid. nämlich... Völlig unverbindlich. Ja, so richtig, richtig, richtig unverbindlich. Aber es kommt halt doch immer mal wieder in regelmäßigen Abständen die Frage. Und es dürfte ja niemanden, der sich nicht dafür interessiert, im Grunde ja eigentlich nicht wirklich wehtun. Aber hättet ihr denn vielleicht möglicherweise leichtes Interesse, es muss jetzt wirklich überhaupt keine verbindliche Zusage sein, gar nicht, an irgendwelchem, wie nennt man das so schön, Merch, meinerseits. Ja. Merch ist Neudeutsch und mein Fanartikel. Hätte man früher dazu gesagt. Klingt im ersten Moment für mich völlig surreal, dass irgendjemand einen Ben-Fan-Artikel haben möchten soll, wollen soll. Völlig surreal. Kann ich mir hinten und vorne nicht vorstellen. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass ich persönlich null Fanartikel von gar nichts besitze. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, von irgendwas einen Fanartikel haben zu wollen. Ich habe keine Band, die ich besonders gerne höre, beziehungsweise einige Komponisten, ja, aber die sind alle tot. Die geben keine Autogramme mehr. Jetzt kommt wieder der Flieger. Warte mal noch kurz, bis der weg ist. Es ist mir gerade eingefallen, doch von einem hätte ich Fanartikel haben wollen, aber meines Wissens gab es da nie welche. Vom Rüdiger Neeberg. Da hätte ich mir tatsächlich irgendein, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein T-Shirt, aber eine Neeberg-Tasse oder ein Neeberg-Messer. Aber genau das hat ihn ja ausgezeichnet, dass er nicht ein scheiß Neeberg-Messer verkauft hat. Dass er halt nicht gesagt hat, das ist das ultimative Survival-Messer. Ich hätte es ihm ja geglaubt. Aber er hat ja genau das Gegenteil behauptet. Nimm halt irgendein Messer, passt schon. Ja, so in die Richtung. Und vielleicht ist das ja mit Teil der Legende fast schon, dass er eben nicht zum Gear-Junkie geworden ist. Und damit wäre eine Neeberg-Tasse im Grunde völlig für den Eimer gewesen. Bestenfalls hätte er noch eine Neeberg-Torte oder Neeberg-Brot verkauft. Aber Konditor war er ja zu den großen Abenteuerzeiten ja schon gar nicht mehr. So, das ist der eine. Bei dem hätte ich tatsächlich wahrscheinlich irgendwelche Fanartikel käuflich erworben. Ansonsten Bücher, aber das ist kein Fanartikel, aber Bücher haben ja auch immer einen Wert an sich. So, und in die Richtung möchte ich auch ganz gerne gehen, wenn ich jetzt tatsächlich hier irgendwie sowas in die Richtung, völlig unverbindlich, ne? Ich lasse es auch gerne sein, absolut. Ich würde es ehrlich gesagt lieber sein lassen als machen, aber Frau meint, denkt doch zumindest mal drüber nach und tatsächlich habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. So, jetzt folgende Idee. Nur mal so als erster Ansatz. Also ein Ben-Messer braucht kein Mensch. Da bin ich vollkommen von überzeugt. Es gibt mehr als genug gute Messer im Outdoor-Bereich. Das braucht kein Mensch. Ein Ben-Fire-Stil brauchst du auch nicht. Da tut es auch jeder günstige sonst wie und musst nicht jedes Mal meine Fratze auf dem Griff vom Fire-Stil sehen, wenn du ein Feuer anzünden möchtest. Da sehe ich einfach nicht, was das soll. Davon abgesehen, dass Fanartikel immer keinen besonderen Mehrwert haben. Ja. Aber was ich mir tatsächlich überlegt habe, wäre vielleicht, es gibt Ideen sind ja bekanntermaßen nicht schützbar, das heißt Ideen kann man sich woanders abgucken. Es gibt so Naturwissenschaftstassen. Das sind so relativ große Tassen und da hast du dann die Physiktasse, da sind dann diverse lustige Formeln und Gesetze und sonst was drauf. Es gibt die Mathematiktasse. Ich besitze die Biologie- und die Evolutionstasse mit so Grundsätzen der Evolution, einigen spannenden biochemischen Verbindungen. Zum Beispiel ist eine Glucose ist drauf, dieses Bild mit der Menschheit.
Menschwerdung des Primaten ist drauf. Also man kennt das, ne? Der ganz bucklig gehende Affe auf allen Vieren, der etwas aufrecht gehendere, der die Arme noch runterhängen hat, dann den wirklich so halbwegs bucklig aufrecht gehende, dann der, der irgendwann mit dem Stock unterwegs ist, und dann irgendwann halt Homo sapiens. Es gibt da noch eine verballhornte Form davon, dass Homo sapiens, kurz nachdem er entstanden ist, wieder zu einer buckligen Form wird, die vom Computer hockt und diesen macht. Aber sowas in die Richtung ist da drauf. So, jetzt hatte ich mir überlegt, was es noch nicht gibt, wäre ja irgendwie ja so eine Tasse in Richtung Waldökosysteme und so weiter und so fort. Ja, also verschiedene Waldökosystemtypen, so als erste Idee für eine Tasse, und dann schreibt man da halt noch irgendwo einen Mann im Wald in die Ecke rein, und meinetwegen kann ich da auch noch irgendwie hässlich unterschreiben, weil schön unterschreiben kann ich nicht. Und das Ganze dann halt eben für ein paar Euro mehr als den reinen Materialwert verhökern, damit man dann halt mich damit irgendwie supportet hat. Und dann kann man, wenn man morgens seinen großen, es müsste eine große Tasse sein, weil da muss Platz sein auf dem Ding. Ja, dann kann man also morgens seinen großen Frühstückskaffee oder meinetwegen auch ein Müsli drin essen, geht auch. Bei der Gelegenheit gerade nochmal ein paar Waldökosystemtypen lernen. Ich würde dann auch in jedem Fall, das ist jetzt nur so die allererste Idee, ne? Könnte sagen, findet ihr scheiße, ist völlig in Ordnung, ja. Ich lasse es, wie gesagt, gerne. Aber ich würde dann auch eben dazu nochmal ein spezielles Video drehen und dann noch die einzelnen Sachen auf der Tasse nochmal erklären, dass wir auf der Tasse wirklich nur stichpunktartig das Zeug drauf haben und die ganzen Details, die hinter diesen Waldökosystemtypen auf der Tasse stecken, die kriegt ihr dann in Videoform eben beim Kauf der Tasse mitgeliefert. Da müsst ihr halt dann irgendwie, ne? Da machen wir halt ein Video, wo man den Link quasi nur bekommt, wenn man die Tasse gekauft hat, mit so einem kleinen QR-Code von mir aus oder alternativ zum Abtippen. Was weiß ich. Irgendwie so in diese Richtung. Das war jetzt so die bisher beste Idee, die ich da hatte. Mann im Wald Streichholz, auch Quatsch. Also ja, am ehesten vielleicht wirklich noch. Es ist nicht so, dass wir nicht alle Tassen im Schrank hätten. Jeder von uns hat wahrscheinlich mehr als genug Tassen im Schrank. Aber ja, ist halt das eine, was mir eingefallen ist. Im Grunde könnte man auch so ein T-Shirt machen mit ähnlichen Motiven. Aber das ist ja Quatsch. Du kannst ja nicht auf deinem T-Shirt mal eben lesen, in welchem Waldökosystem du gerade unterwegs bist. Und ein Mann im Waldhut, ja, schon. Aber die Dinger sind an sich schon sauteuer, diese Tilly-Hats. Und was qualitativ schlechteres als ein Tilly-Hat würde ich dann auch nicht unbedingt vermarkten wollen. Und ich könnte höchstens original Mann im Waldhut-Bänder verticken, aber die sind auch relativ einfach selber zu machen. Und bevor ich jetzt Frau in Akkord Hutbänder knüpfen lasse und hin und wieder selber mal ein bisschen knüpfe, das ist Quatsch, ne? Also wenn du die in Deutschland in Handarbeit machen lässt, von Frau, ist das viel zu teuer. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, aber das sind so Sachen, über die wir tatsächlich mal nachgedacht haben in ja, ohne Alkohol. Wir denken über so einen Quatsch auch nach, wenn wir nicht besoffen sind, aber ja, aber es ist Blödsinn, ne? Also, könnt ihr mal ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, gerne auch, wenn ihr davon überhaupt nichts haltet. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, ja, wenn es das gibt und du hast kein Interesse dran, dann ignorierst es, und ich werde das auch nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit jedem Video unter die Kamera halten und ständig 18 Einblendungen pro Video machen, wo kauft mein Merch steht und so ein Schwachsinn. Ja, bestimmt nicht. Ihr wisst ja ungefähr das Niveau von Werbung, das ich nur üblicherweise mache. Also alle paar Videos mal noch den kurzen Hinweis, dass es hier und da vielleicht noch freie Führungstermine gäbe, und dann, wenn es eine neue Führung gibt, natürlich ein längeres Video dazu, und generell einfach am Anfang vom Jahr neue Führungstermine und so weiter und so fort. Aber viel mehr mache ich ja nicht. Ich hoffe, das ist so okay. So, dann sollte ich noch kurz was sagen zu, nur damit wir mal drüber gesprochen haben, theoretisch gibt es ja noch diese sogenannten Superfangs. Fangs, ich kann das ist Danke auf Englisch wieder mal nicht korrekt aussprechen, TH, furchtbar. Man kann ja, wenn man möchte,
bei YouTube einstellen. Also die Option hätte ich auch, ich bin groß genug, dass da unten noch ein Dankeschön oder ein Trinkgeld oder was auch immer dieser Button, den man bei anderen Videos hin und wieder mal sicherlich sieht, wo man draufklicken kann und dann da theoretisch dem YouTuber, der da gerade ein Video fabriziert hat, ein Trinkgeld zukommen lassen. Das ist dahingehend natürlich ganz praktisch für Leute, die sowieso irgendwie eine Bankverbindung bei YouTube hinterlegt haben, weil sie auch bei YouTube Livestreams da hin und wieder mal einen Euro abdrücken und solche Späße. Dann kann man eben über diesen Knopf auch kurz ein Trinkgeld irgendwie mir zukommen lassen, würde gehen. Ich habe eigentlich keine wirklichen Ambitionen, das zu machen. Ich bin da auch schon mal drauf angesprochen worden, warum ich das denn nicht tue. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich extrem fair finde, wie die normalen Werbeeinnahmen bei einem normalen YouTube-Video zwischen YouTube und mir aufgeteilt werden. Nämlich ziemlich genau 55 zu 45, glaube ich. Oder 50-50, also circa 50-50 jedenfalls. Das finde ich vollkommen fair, weil ich habe ja null Arbeit damit, außer meine Videos regulär zu machen, zu sagen, da soll Werbung laufen und alles andere kümmert sich YouTube. Dass die dafür dann auch 50% von den Werbeeinnahmen nehmen, verstehe ich, insbesondere weil sie auch Werbepartner an Land ziehen müssen, weil sie den Werbespot irgendwie integrieren müssen, weil sie wissen müssen, wem sie welche Werbung zeigen, diese ganze Lukrativität aus dieser Internetwerbung im Gegensatz zur Fernsehwerbung entsteht ja vor allen Dingen dadurch, dass du halt zielgruppenorientierte Werbung schalten kannst. Wenn sich also jemand für Wald interessiert, dann kriegt der halt Werbung für mach mal Urlaub in Graubünden oder kauf dir die blöde Swatpant-Hose. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Diese dämliche, ach so angeblich, ach so tolle Hose, die da besser ist als jede andere Hose, die man jemals hatte und solche Späße mit diesem bärtigen Typ, der meint, lass Lust auf ein Abenteuer, aber du hast ja die falsche Hose an. Ja, sowas in die Richtung. Könnt mir vorstellen, dass ihr so eine Werbung vielleicht bei mir auf dem Kanal schon mal gesehen habt. Ich habe keinerlei Einfluss drauf, was da läuft an Werbung. Ich kann lediglich sagen, wo die laufen soll, nämlich immer am Anfang und am Ende vom Video. Nichts dazwischen. Es sei denn, ihr macht dazwischen längere Guckpause und guckt dann weiter. Dann läuft noch mal eine Werbung, weil dann ist das sozusagen wieder der Anfang, wenn man dann wieder weiter guckt, nachdem man längere Pause gemacht hat. Das würde ich ehrlich gesagt auch nicht ausschalten wollen, weil das ist ziemlich lukrativ. Dadurch, dass meine Videos so lang sind, ich aber eigentlich nur eine Werbung sozusagen vorne dran habe, würde ich relativ wenig an Werbeeinnahmen bekommen, wenn es nicht Leute gäbe, die zwischendurch eine Pause machen und dann noch dankenswerterweise eine zweite Werbung über sich ergehen lassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ne? Aber kauft bloß nicht, was euch da angedreht werden soll. Macht es nicht. guckt sie einfach so. Oder klickt sie weg, ist auch okay, kann ich auch mitleben. Und wer einen Upload-Filter hat, ist trotzdem auch noch mein Freund. Ne? Also das ist nicht so schlimm. So, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Habe ich noch was? Ach ja, genau, diese Superfangs-Sache. Stimmt, darum ging es ja. Und diesen Spenden-, Trinkgeld-Button, was auch immer. Das ist auch etwa 50-50 abgerechnet. Ja, und da sehe ich dann aber 50-50 als nicht besonders fair mir gegenüber an. Wenn YouTube 50% von diesen Geld, was mir da für tollen Content zur Verfügung gestellt worden ist von euch, dankenswerterweise, ne, also das ist fiktiv, ne, dass YouTube mir da 50% von abknapst, da sehe ich jetzt irgendwo die Notwendigkeit nicht. Weil YouTube macht in diesem Fall bloß die Dienstleistung, den ganzen Zahlungsverkehr abzuwickeln und den Knopf zur Verfügung zu stellen, auf den man da drücken kann, um das zu tun. Und das wiederum rechtfertigt meiner Meinung nach nicht 50% der Einnahmen oder 30% oder wie viel auch immer die da nehmen, aber sie nehmen relativ viel und das ist für mich nicht lukrativ und das sehe ich irgendwo nicht ein, dass da so viel an YouTube selber geht. Bei den normalen Werbeeinnahmen, wie gesagt, 50-50 dafür, dass sie wirklich auch viel Arbeit haben und das alles bisher total reibungslos läuft und ich wirklich problemlos und gerne mit YouTube, was das angeht, da zusammenarbeite. Ja, Google ist vielleicht nicht der netteste Konzern auf der Welt, aber es gibt Schlimmeres, TikTok zum Beispiel und oder auch Facebook. Facebook finde ich auch schon viel schlimmer als zum Beispiel YouTube oder andere Google-Geschichten. Ne? Aber kann man sich streiten. Mit irgendeinem Teufel muss man sich verbünden, wenn man im Internet Geld verdienen möchte. Oder mehr oder weniger muss man es. Und ja, da bin ich also wirklich super zufrieden mit YouTube. Ja. Es gibt tatsächlich sogar Leute, mit denen man als halbwegs großer Creator, wenn du noch ganz klein bist, dann nicht. Aber auch bei meiner Größe gibt es tatsächlich auch Menschen, mit denen man sprechen kann, wenn man mal irgendwas nicht versteht und was nachfragen möchte, ist da tatsächlich auch immer jemand zu erreichen. Das geht ruckzuck. Und das ist nicht wie bei der Telekom anrufen, mein Internet ist kaputt, sondern das geht wirklich ruckzuck. Also
Nicht, dass ich an YouTube rumnörgeln möchte. Ich bin da zufriedener Partner und unsere Geschäftsbeziehung funktioniert ganz gut. Ja? Weil man immer wenn ich Geld verdiene, weiß ich ja, dass YouTube genauso viel verdient hat, beziehungsweise Google, beziehungsweise Alphabet. Und dementsprechend ist das eine Win-Win, beziehungsweise, ja, wir haben da beide was von. Finde ich fair. Ja? Wie gesagt, solche komischen Zahlungssysteme, Super Thanks und so ein Zeug, finde ich nicht unbedingt so fair. Ja. Und man muss das ja nicht machen. Daher werde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, aber nur, weil da hin und wieder mal nachgefragt worden ist. Kann man natürlich auch über externe Seiten machen und so weiter. Oder auch YouTube, diese Kanalmitgliedschaft, die es da gibt. Das habe ich ja quasi über Patreon auch. Nur, dass ich bei Patreon ca. 90% von der Kohle kriege, die da reinkommt. Und nur 10% für vor allen Dingen den Zahlungsverkehr draufgehen. Das kostet relativ viel. Das ist ja auch logisch. Das sind ja viele winzig kleine Einzelbeträge, die da irgendwie durch die Gegend überwiesen werden müssen. Und ansonsten nehmen sie, glaube ich, 5% fürs Bereitstellen der Plattform. Das finde ich auch durchaus fair, weil ich selber habe so eine Plattform nicht und ich will so eine Plattform auch nicht haben und so weiter. Und da macht das also auf jeden Fall Sinn. Und mit 10% kann man, oder manchmal sind es auch nur 8, ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Situation so ungefähr ist. Es waren auch schon nur 6. Irgendwo zwischen 6 und 9 schwankt es, also in meinem konkreten Fall. Manche Leute sind wohl bei 10. Aber das ist immer noch viel, viel, viel besser als eben diese Kanalmitgliedschaftsgeschichte bei YouTube, weil da kriegst du, glaube ich, irgendwie, da ziehen sie dir auch wieder 30% ab. Im Grunde macht das etwas Ähnliches wie Patreon, nur ist es viel, viel, viel teurer für den Creator und daher für mich nicht lukrativ. Ne? So, das war's, glaube ich. Was habe ich noch zu sagen? Da wäre ja noch die Tatsache, dass ich ja immer noch versuche, mal ein paar schriftliche Seiten zu Papier zu bringen. Das Problem jetzt allerdings, ja, ich weiß, es ist schlimm. Ich mache das auch irgendwann. Ich verspreche es. Ich mache das. Ich habe das fest vor. Es ist ja auch wirklich ein Traum von mir, irgendwann mal ein eigenes Buch geschrieben zu haben. Nur dadurch, dass jetzt noch diese ganze Waldpädagogik mit den Kindern dazukommt, ist das nicht unbedingt was weniger Zeit benötigt. Und da muss ich dann auch mal gucken, inwiefern ich das dann im Winter vielleicht dann doch jetzt diesmal auch noch schaffe, noch ein paar mehr Seiten hinzukriegen, mal ein bisschen über eine nicht funktionierende Gliederung hinauskomme und als einzige Erkenntnis nur habe, dass die Gliederung so nicht funktioniert und ich mir was anderes einfallen lassen muss, was ja auch eine wertvolle Erkenntnis ist. Hat nur viele Stunden gedauert, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Aber ja, hat ja niemand gesagt, das sei einfach, ne? Und dann sehen wir mal, wie das da weitergeht. Also eines Tages wird es sowas geben. Ich weiß, da ist die Nachfrage im Gegensatz zu irgendwelchen blöden Tassen wahrscheinlich erheblich höher. Und das freut mich auch sehr. Und es gibt mir auch Mut und Motivation, dass es diese Nachfrage gibt. Aber es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach und ich möchte auch keinen Schnellschuss produzieren. Es gibt ja von verschiedenen YouTubern irgendwelche mal eben schnell runtergerotzten Bücher. Nichts davon ist wirklich gut. Wenn ich was schreibe, also ist okay. Okay gibt's häufig. Ja? Und ich will jetzt auch nicht sagen, das hätten sie nicht machen sollen. Schon gar nicht sagen, dass die wirklich schlecht sind oder sowas in die Richtung. Aber wenn ich dann was mache, dann soll das auch wirklich Hand und Fuß haben. Und dann möchte ich auch gerne einen richtigen Verlag dazu. Das heißt, das muss wohl auch eine gewisse Qualität haben, damit ich einen richtigen Verlag finde. Und zwar nicht irgendeinen komischen, zwielichtigen Online-Verlag, den keine Sau kennt, sondern einen wirklich richtigen Verlag, der auch, bevor es Internet gab, nach Möglichkeit schon Bücher herausgegeben hat. Das wäre mal toll. Ja? Also sowas wäre mein Ziel. Und dauert. Ne? Also ich gebe jetzt keinerlei Zeitangaben. Ich warte ja noch auf den dritten Band von der King-Killer-Trilogie, heißt die so, Königsmörder-Trilogie, von Patrick Woffers, Rotfuß zu Deutsch, geschrieben auch. Und aber er spricht sich wohl Woffers oder so ähnlich aus. Und der erste und zweite Band sind großartig. Ja? Also da geht es um Quote. Ich glaube, man spricht den so aus. Furchtbarer Name für den Hauptdarsteller, aber wirklich großartig geschrieben, auch vom Sprachlichen her. Auf einem ganz anderen Niveau als die Durchschnittsfantasy-Kost, finde ich. Und ja, wir warten jetzt alle seit gefühlten 6, 7, 8, 10, was weiß ich, Jahren auf den dritten Band. Ob der jemals fertig wird, weiß man nicht. Ja, hier und wieder alle paar Jahre gibt es mal irgendeine Wortmeldung vom Autor, dass er noch nicht ganz aufgegeben hat.
Viele Leute glauben auch schon nicht mehr drin, dass der mal kommt. Aber das Erscheinungsdatum ist jetzt auf When It's Done festgelegt. Ja, und das würde ich so ähnlich machen wollen. Also ich bin schon zuversichtlich, dass es irgendwann der Fall ist, dass das mal kommt. Aber auch ich würde mich auf ein Erscheinungsdatum auf When It's Done festlegen wollen. Ja, sowas in die Richtung. Gut. Augentränen, Nase läuft und das soll es gewesen sein. Ne? Für ein Kanal-Update sicher mal wieder viel zu lang, aber das ist ja nichts, was ihr nicht gewöhnt wärt. Ich bedanke mich und mache jetzt ein Feuerchen da hinten und dann gibt's Würstchen. Lecker, lecker. Frau ist auch da, die hockt da hinten. Wollte nur nicht Hallo sagen. Hat eigene Verpflichtungen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.